Ja, also aktuell geht es mir eigentlich recht gut. Ich habe mich über den Sommer wieder hingearbeitet, war ja Anfang Sommer oder direkt nach dem Winter eigentlich bei der Bundeswehr, habe meine Grundausbildung gemacht und ja, da bin ich nicht so wirklich zum Trainieren gekommen. Deswegen hatte ich ein bisschen Rückstand und habe mich jetzt eigentlich konstant im Sommer wieder rangearbeitet und momentan läuft es sehr zu meiner Zufriedenheit. Puh, also ja, die Vierschanzentournee ist sicherlich ein sehr großes Highlight, wie jedes Jahr eigentlich. Es ist in Deutschland zwei Wettkämpfe und es sind immer viele Zuschauer da und das ist eigentlich, ja, ist ein geiles Event. Und ja, die WM in Oslo, das wird sicherlich auch eines der Highlights werden dieses Jahr, wo ich mich auch schon sehr drauf freue, insofern ich teilnehmen darf. Aber das ist natürlich ein großes Ziel, dass ich dort auch meine Leistung zeigen kann und ja, zeigen kann, was ich drauf habe. Ansonsten, ja, wie gesund noch das Skifliegen, das ist auch ein sehr großer Reiz. Eben neue umbaute Skiflugschanze soll jetzt die größte sein der Welt und da freue ich mich sicherlich auch sehr drauf. Und ja, sonst sind viele Highlights dieses Jahr und eben da wird es kaum ein Wochenende geben, wo man sagt, ja, das ist jetzt weniger wichtig, sondern man freut sich da einfach auf jedes Wochenende.